Weltweit sind 33 Millionen Menschen HIV infiziert und das Virus verbreitet sich weiter. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute stand im Bericht zum Welt-AIDS-Tag. In einem Viertel der Länder nahm die Zahl der Neuinfizierten ab und ging in einigen Staaten sogar zurück. Der Kampf gegen AIDS ist ohne die Unterstützung der Regierungen nicht zu gewinnen, Prävention und Versorgung der Kranken nicht möglich. Chinas Staatsführung hat AIDS im eigenen Land lange negiert. Die UN schätzen die Zahl der HIV-Positiven in China auf 740.000. Im Iran sind es nach offiziellen Angaben 22.000. Im benachbarten Irak soll es hingegen nur 50 AIDS-Kranke geben, sagt die Regierung. Die meisten hätten sich mit infizierten Blutgerinnungsstoffen aus Frankreich angesteckt. Marie-Ange Poyer versuchte in Bagdad, dem Geheimnis der wundersamen Verschonung des Irak auf die Spur zu kommen. Die Christen in Bagdad, eine kleine Gemeinde mit 150.000 Glaubensbrüdern, trauern vor den Kameras der ganzen Welt um ihre 53 Toten. Andernorts in derselben Stadt beten irakische Muslime unbeachtet von der Weltöffentlichkeit für ihre 80 Opfer der letzten Tage. Doch es gibt noch einen schlimmeren Tod, ohne Namen, ohne Gesicht, im Verborgenen und in Schande, der Tod durch AIDS. Anlässlich des Welt-AIDS-Tags wollen wir eine Bestandsaufnahme der Krankheit in einem Land machen, in dem die bildliche Darstellung des Körpers oder der Sexualität nach wie vor ein Tabu ist. Als erstes fragen wir einige Studenten an der Universität Bagdad, was sie über diese Krankheit wissen und wie man sich vor ihr schützt. Ja, sicher kennen wir diese Krankheit. Bei uns kommt sie selten vor. Denn Allah sei Dank sind wir ein muslimisches Land. In unserer Kultur achten wir die Religion. Für die anderen Länder ist es eine sehr gefährliche Krankheit. Aber hier gibt es sie nicht. Allah sei Dank. Ja, ich habe im Fernsehen gesehen, dass es AIDS vor allem im Ausland gibt. Der Virus kam zwar nicht von den Amerikanern ins Land, aber die Besatzungszeit hat die Tore dafür geöffnet. So ist der Virus hierher gelangt. Ich weiß, dass sich der Virus auf verschiedene Arten überträgt. Von Mutter zu Kind in der Schwangerschaft. Oder bei einem chirurgischen Eingriff, wenn unsterile Spritzen mehrmals benutzt werden. Durch das Vertauschen von schmutzigen Zahnbürsten. Ich habe gehört, man soll auch keine Rasierklingen von anderen benutzen, weil dadurch AIDS übertragen werden kann. Damit man sich nicht infiziert, darf man keine durch die Scharia verbotenen Beziehungen eingehen. AIDS überträgt sich durch Sex, durch außerehelichen Geschlechtsverkehr, aber es bricht nicht sofort aus. Man sieht es niemandem im Gesicht an. Aber wenn du Verkehr mit einem Mädchen hättest, würdest du dich schützen? Oh je. Du meinst mich sexuell schützen? Alles klar, lass mich, ich hab's kapiert. Redet, naja, von Sex. Denken wir 30 Jahre zurück. Hatte man da in Europa Angst vorm Küssen? Wie lange werden Lehrer und Eltern die jungen Iraker in der Illusion lassen können, dass das strikte Befolgen der strengen religiösen Regeln die beste Schutzmaßnahme ist? Wie viele müssen noch sterben? Genau wie überall tauchte der Virus im Irak in den 80er Jahren auf und niemand kann sagen, wie hoch die Zahl der Todesopfer bis heute ist. Wie und wo werden die Kranken behandelt? Auf der Suche nach Antworten auf diese offensichtlich unbequemen Fragen hat uns der Pressedienst des Gesundheitsministeriums an das größte Krankenhaus des Landes verwiesen, 15 Kilometer außerhalb von Bagdad. Denn dort werden die Kranken aus der irakischen Hauptstadt von einem Fachärzteteam behandelt. Dr. Nasser Al-Wan, Leiter der AIDS-Station, empfängt uns. Allerdings unter strenger Beobachtung eines Pressesprechers des Gesundheitsministeriums, wie wir annehmen. Nein, nein, Sie können keine Kranken sehen, denn heute sind keine im Krankenhaus.
Sie kommen nur jeden fünften des Monats, um ihre Medikamente zu erhalten. Es gibt in Bagdad ungefähr 20 Kranke, aber gut, es gibt auch andere Regionen. Der Virus trat im Irak 1986 erstmals auf. Er kam mit Faktor 8 Blutplasmaprodukten ins Land. Die Bluter, denen er transfusioniert wurde, haben sich mit dem Virus infiziert. Ein französisches Labor, das das Monopol im Irak hat, hat uns dieses HIV-infizierte Blutplasma verkauft. Natürlich, wir prozessieren wegen dieser Affäre bis zum heutigen Tag mit Frankreich. Wir wollen mehr über diesen Prozess herausfinden und über das Labor, das angeblich HIV-infizierte Produkte im Irak verkauft hat. Also schickt uns Dr. Nasser Alwan ins AIDS-Forschungszentrum nach Bagdad. Am Eingang hängt gegenüber dem gewohnten Bild von Imam Hussein ein Porträt von Muqtada Sadr, ein beunruhigendes Symbol der ultrareligiösen Schiiten. Immerhin gehört das AIDS-Forschungszentrum zum Gesundheitsministerium an und soll die HIV-Positiven ungeachtet ihrer religiösen Zugehörigkeit behandeln. Wir befürchten das Schlimmste. Im Namen Allahs, ich bin Dr. Bayat Abdel Watabit, Assistent des Direktors des AIDS-Forschungszentrums in Bagdad. Es tut mir leid, aber ich kann Ihre Fragen nicht beantworten. Ich habe Anweisungen. Sie müssen sich an meine Vorgesetzten wenden. Über ein laufendes Verfahren darf ich nicht sprechen. Außerdem weiß ich nur unzulänglich über die Sache Bescheid, da ich erst seit 2006 hier bin. Sie stammt immerhin aus den 80er Jahren. Würdest du bitte aufhören, das alles zu filmen? Schweigen. Er bestätigt uns nur, dass 75% der Kranken im Irak durch HIV-verseuchtes Blutplasma aus Frankreich infiziert wurden. Wir können einen verheirateten Mann nicht daran hindern, mit seiner Frau zu verkehren und ein Kind zu bekommen, auch wenn er das Virus in sich trägt. Das geht nicht. Also, was sagen wir? Wir sagen ihm, er soll weiterhin mit seiner Frau schlafen, denn das ist die Rolle des Mannes. Zumal die Übertragung des Virus durch Geschlechtsverkehr nicht hundertprozentig erwiesen ist. Wir hier im Irak haben Glück. Wir haben nicht viele AIDS-Kranke, viel weniger als anderswo. 2009 waren es nicht einmal 50 Fälle. Weniger als 50 offizielle AIDS-Fälle bei einer Bevölkerung von fast 29 Millionen. Davon können die Länder, in denen Frieden herrscht, nur träumen. Tradition und Religion, Drogen, Prostitution, Ehebruch und Homosexualität gibt es laut den Ärzten im Irak nicht und werden nicht als Nährboden für den Virus in Betracht gezogen. Doch genügt es schon, um eine bestimmte Zeit in die Abu Nawas Straße zu gehen, um festzustellen, dass sich Tradition und Religion in Luft auflösen, sobald es dunkel wird. Im Lärm der Lautsprecher, die die Kunden locken, befreien sich die Bagdader von den Fesseln des Tages. Alkohol, Tanzen, Mädchen, Jungs. Man findet alles unterm Neonlicht in diesem Land, in dem das Wort Kondom nahezu unaussprechlich ist. Liebe bis zum Tod, ungeschützt. Wir machen uns auf den Weg, um weitere Informationen beim irakischen Roten Halbmond einzuholen, der als volksnah und stark engagiert gilt. Wir werden von seinem Leiter empfangen, Dr. Yassin Ahmad El-Mamouri. Es gibt keine reellen Statistiken über die Anzahl der HIV-Infizierten. Wir wissen nur, dass die Bluter sehr schnell in Quarantäne gesteckt wurden. Sie haben sich an französischem Blutplasma infiziert. Das ist die Hauptursache für AIDS im Irak.
Sie wurden vom alten Regime extrem schlecht behandelt. Man sperrte sie in verschiedene Krankenhäuser außerhalb von Bagdad, weit draußen in der Wüste. Sie wurden immer wieder verlegt, im ganzen Land. Einige sind aus einer dieser Einrichtungen geflohen, nach einem Bombenangriff durch die Amerikaner im Jahr 2003. Die meisten waren beinahe noch Kinder, die man ihren Familien weggenommen und vom Rest der Bevölkerung isoliert hatte. Viele von ihnen sind schon tot. Das alte Regime ist sehr brutal und unmenschlich mit ihnen umgegangen. Angeblich haben Produkte aus einem französischen Labor die Bluter im Irak infiziert. Zurück in Frankreich besuchen wir Marie-Odile Bertella-Geffroy. Sie ist Untersuchungsrichterin am Pariser Gerichtshof. Im Oktober 1994 erhoben 170 Opfer Klage beim Landgericht Lyon. Doch 16 Jahre später findet sich diese Affäre nur noch als Aktennotiz im Gerichtsarchiv. Kein Richter hat sich damit jemals befasst. Eine schöne Justiz. Es ist bestimmt noch nicht verjährt. Ja. Ein Antrag auf zusätzliche Ermittlung wurde gestellt. Der Anwalt hätte dann eigentlich Beweise dazu liefern müssen oder einen Antrag stellen, dass die vorliegenden Beweise nicht ausreichend waren, damit ein Untersuchungsrichter mit den Ermittlungen hätte beginnen können. Aber seit 1994 gibt es keine Aktennotizen mehr und so ist die Sache jetzt verjährt. Bagdad. Werden die Gebete von Scheich Omar, des Imams der Moschee der 14 Ramadane, den HIV-Infizierten zur Gerechtigkeit verhelfen? Doch obwohl er den Kranken rät, erst einmal ihren Gott um Vergebung zu bitten, ist er vor allem extrem realistisch. Um die Krankheit zu bekämpfen, kann man auch die Meinung eines Arztes oder sogar mehrerer einholen. HIV-infiziertes Blutplasma aus Frankreich. Offiziell 50 Infizierte, aber unsichtbare AIDS-Kranke. Niemand im Irak scheint heute zu wissen oder wissen zu wollen, welchen menschlichen Preis Tabu und Ignoranz noch fordern werden.